Ich habe Kommentare gekriegt, ja, jetzt fängt einer noch mit Solarzellen an und Solarprodukten, weil macht der Kühlschränke? Ja, eigentlich leben wir von der mobilen Kälte, das steht auch hier. Nur, wir bauen seit 30 Jahren, 35, 40 Jahren Solarkühlschränke oder auch Kühlschränke, die mit Solarstrom betrieben werden. Und was ist, wenn die Solaranlage nicht funktioniert, dann ist nämlich das Ergebnis, das Bier ist warm. Und das merken die Leute. Und wenn das Bier warm ist, dann geht der Kühlschrank nicht. Aber der Kühlschrank kann nicht gehen, wenn zu wenig Strom ab der Solaranlage kommt. Also sind wir immer wieder konfrontiert mit Solaranlagen, die nicht funktionieren oder einfach schlecht installiert wurden. Wir sehen dann die Fehler, die gemacht werden, und das seit 30 Jahren. Und wir bauen ja dann nicht die Solaranlagen, sondern einfach die Verbraucher dazu. Und jetzt kommt das Thema Strom sparen. Ich habe immer gesagt, ja, so eine Balkonkraftwerkanlage oder eine PV-Anlage, wenn wir keine Subventionen hätten, rendiert sich das gar nicht, weil wir haben hier, wo ich jetzt stehe, ein Strompreis von 15 Rappen pro Kilowattstunden. Das sind etwa 15 Cent pro Kilowattstunde, die wir inklusive Mehrwertsteuer, Umlagegebühren, keine Ahnung, was noch da alles drauf ist, habe ich sicher ein Video gemacht dafür. Das rendiert sich nicht. Das kann man nie bezahlen. Nur jetzt sind wir auf nächstes Jahr 34 Cent. Da kann man dann langsam anfangen zu rechnen. Weil wir keine Erfahrung haben in dem Sektor, habe ich jetzt gesagt, ich mache mal so eine kleine Solaranlage, die habe ich heute am 23.11., also vor einem Monat am 23.11. in Betrieb genommen und die zeige ich euch jetzt. Wir sehen hier oben dieses Dach, das ist ein Vorsach Richtung Süden, und hier sehen wir auch sonst eine kleine Anlage, das ist ein Kühlanhänger, der läuft über Solar. Und ihr seht jetzt hier oben auf dem Dach, da liegen 200 Watt Solarpanel. Einfach nur draufgelegt. Die sind noch nass. Da komme ich dazu. Die haben 200 Watt Panel. Findet ihr bei uns auf dem Shop. Nichts Besonderes. Also heute, also gestern war der kürzeste Tag. Und hier kommt dieses Kabel runter auf diesen MPPT über die Sicherung auf die Batterie. Der Strom kommt jetzt hier etwa rein mit 5 Ampere. Und wir sehen, auf die Batterie gehen 2,8 Ampere. Über diesen Einspeiseinverter das Kabel hier auf diese Trommel. Und hier habe ich noch einen Stromzähler dazwischen, zum Schauen, was da effektiv dann reinkommt. Und das Kabel geht dann hier von dieser Trommel hier rüber, weiter rüber. Und kommt hier auf diesem Stromzähler an. Das ist so ein Streckerstromzähler und wir haben jetzt hier 1,9 Kilowattstunden eingespiesen innerhalb von einem Monat. Wir haben 228 Volt, wir haben 0,03 Ampere und wir haben eine Einspeisung von 59 Watt. Obwohl der Regler eigentlich nur 50 bringt, es geht, wenn die Spannung hochgeht, ein bisschen mehr. Und wir haben gesehen, dass er auch in die Batterie lädt, jetzt bei dem Wetter, bei tiefem Sonnenstand. Und bei diesem tiefen Sonnenstand haben wir in einem Monat die fast 2 Kilowattstunden Strom bekommen. Das heißt, das ist ein Ertrag von 30 Rappen innerhalb von einem Monat. Aber ihr habt gesehen, die Panels liegen oben flach, wie zum Beispiel ein Wohnmobil oder ein Wohnwagen.
Da ist die Einstrahlwinkel ist eine Katastrophe, aber wir lassen das so laufen und ich bin jetzt dran, wahrscheinlich eine gleiche Anlage auf dem Dach zu montieren mit 30 Grad Winkel, mit dem Stromzähler und dann eine zweite statt mit 200 Watt Panels, mit 230 Watt Panels und eins sogar mit 600 Watt, eine kleine Batterie dazwischen. Aber bis ich das auf dem Dach habe, so zwei Testanlagen, vielleicht mache ich auch drei Testanlagen, habe noch eine dritte im Kopf. Ich melde mich dann mit den Werten und hier unten im Video beschreibe ich euch die Leistungen dieser Anlage. Und vielleicht gibt es einen Link in eine andere Anlage. Aber hier verlinke ich euch auf diesen Einspeiseinverter, wo ich direkt ab der Batterie hier einspeisen kann, ohne irgendwelchen großen Zusatz. Hier in diesem Katalog, der findet ihr unten im Beschrieb Stromverbrauch, Stromversorgung für Kühlgeräte, auch so eine kleine Solaranlage, aber nicht als Einspeiseanlage, sondern halt als Inselanlage, weil wir kommen aus dem Bereich der Inselanlagen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.